Für das zentrale Umschlagzentrum der dänischen Supermarktkette Netto hat Dematic, rund 30 Kilometer südlich von Kopenhagen, eine weltweit einzigartige Lösung für das automatisierte, filialgerechte Kommissionieren und Bilden von Mischpaletten mit Obst und Gemüse realisiert. Eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, die eine hochinnovative Lösung verlangt. Hintergrund: Im Frischesegment des Lebensmittelhandels gelten eine effiziente Supply Chain und das sogenannte One-Touch-Handling als oberste Devise. Beide Prämissen stellen die Intralogistik vor besondere Herausforderungen. Denn die Automation der Prozesse war angesichts des empfindlichen Artikelspektrums bislang kaum möglich. Mit der in Koge installierten Anlage hat Dematic eine umfassende Gesamtkonzeption für die automatisierte Kommissionierung filialgerecht zusammengestellter Obst- und Gemüsepaletten umgesetzt. Die Besonderheit? In Dänemark herrscht eines der strengsten Arbeitsschutzgesetze weltweit. Es reguliert unter anderem, wie viel Gewicht ein Beschäftigter pro Schicht in welche Höhe heben darf, was herkömmliches manuelles Kommissionieren erschwert. Doch gerade bei Obst und Gemüse konnte bislang nicht auf diese manuellen Tätigkeiten verzichtet werden, da es keine passenden automatisierten Systeme gab. Dematic hat diese für Netto entwickelt und geliefert. Gefordert war eine Lösung, die mit wenig Fördertechnik einen hohen Durchsatz und Automatisierungsgrad ermöglicht. Das Potenzial war riesig. Untersuchungen des Artikelspektrums von Netto hatten ergeben, dass rund 85% der angelieferten Waren in ihren individuellen Verpackungen automatisch bearbeitet werden könnten, wenn, gesteuert von einer intelligenten IT, die eingesetzten Roboter über eine entsprechende Greifvorrichtung für das anspruchsvolle Handling der Obststeigen, Gemüse- und Obstkartons sowie Kunststoffbehälter verfügen. Die bei Netto realisierte Anlage ist gespickt mit technologischen Innovationen, modernster Robotertechnik und neu entwickelten Materialflusskomponenten. Das Ergebnis? Im zentralen Frischwarenumschlagzentrum von Netto werden mit der Dematic-Lösung mehr als 70% der Mischauftragspaletten vollautomatisch kommissioniert und gepackt. Mit der innovativen Dematic-Konzeption konnten die operativen und strategischen Ziele für das Frischwarenumschlagzentrum optimal umgesetzt werden. Dieses gilt heute als eine der technisch fortschrittlichsten Logistikimmobilien in Dänemark und hat weltweiten Vorbildcharakter für die vollautomatische Kommissionierung von Obst und Gemüse. In Nettos Frischwarenumschlagzentrum werden täglich 2700 Auftragspaletten mit Obst und Gemüse für die Belieferung von rund 275 Filialen zusammengestellt. Insgesamt bis zu 43.000 Picks erfolgen pro Tag in den Roboterzellen. Dahinter steckt eine innovative Dematic-Lösung für die automatisierte, prioritätsgeführte Mischpalettenbildung und Auftragsfertigung. Netto konnte hiermit die Auftragsbearbeitung im Frischwarensegment auf weniger als 30 Minuten senken und den Durchsatz deutlich steigern. Grundlage bildet die intelligente Kombination aus innovativen Materialflusskomponenten wie der neu entwickelten Palettenstapelhilfe, neuartige Greifsysteme der Industrieroboter und eine durchgängig prozesssteuernde Warehouse-Management-Software. Zunächst gestaltete Dematic die Warenflüsse für die Anlieferung der Waren neu. Angeliefert werden die Waren auf bis zu 2,30 Meter hohen, sortenreinen Paletten, beladen mit Obststeigen, Bananenboxen sowie mit Salaten und Gemüsesorten in Kunststoffbehältern. Das bei Netto eingesetzte Warehouse-Management-System steuert und kommuniziert zusammen mit dem Warehouse-Control-System, kurz WCS, von Dematic. Der Materialfluss läuft folgendermaßen. Wir starten im Wareneingang. Das System weist den Lieferanten definierte Wareneingangstore zu. Nach dem Andocken werden die Wareneingangspaletten auf einen Rollenförderer oder zur Bereitstellung in den manuellen Kommissionierbereich übergeben. Der Rollenförderer verteilt die Wareneingangspaletten auf eine Förderstrecke. Sie bedient jeweils 5 Förderstiche, die auf eine der 15 sogenannten Roboterzellen zulaufen. Die Förderstiche dienen sowohl als Zufuhr- wie auch als Staustrecke und werden jeweils weitgehend artikelrein mit Paletten bestückt. In der Roboterzelle arbeiten die Palettier-Depalettier-Roboter. Von den auf der einen Seite der Zelle bereitgestellten Wareneingangspaletten nehmen sie nach Vorgabe des WCS in einem Arbeitsgang einen oder zwei der Kleinladungsträger, auch eine Viertel- oder halbe Lage der Palette auf und kommissionieren sie auf die Auftragspaletten. Dabei gibt das Dematic WCS die Vorgaben für die Palettenbildung beispielsweise nach Gewicht und optimaler Volumennutzung. Für die erforderlichen Leerpaletten wurde ein separater Leerpalettenumlauf installiert.
Dieser Pool besteht aus den geleerten Wareneingangspaletten, die von den Robotern auf den Umlauf gesetzt bzw. von ihm abgenommen werden. Das Kommissionieren der gemischten Auftragspaletten erfolgt gegenüber den sortenreinen Wareneingangspaletten. Dabei kommen zwei weitere Besonderheiten der Anlagenkonzeption zum Tragen: die neu entwickelten Kombigreifer der Roboter und eine speziell entwickelte Palettenstapel- und Transporthilfe. Mit den Greifern können einerseits die Leerpaletten bewegt werden. Andererseits sind sie exakt auf das Handling der drei wichtigsten Transportbehältnisse für die sensiblen Obst- und Gemüseanlieferungen ausgelegt. Je nach Anforderung können die innovativen Greifer die kartonierten Obst-, Salat- und Gemüsesteigen, Bananenkartons und 600 x 400 mm große Kunststoffbehälter von oben, von unten oder durch seitlichen Druck aufnehmen. Im Netto-Umschlagzentrum sind 15 Roboterzellen eingerichtet, sodass gleichzeitig 75 verschiedene Produktgruppen kommissioniert werden können. Damit können die Aufträge in Batches kommissioniert werden, denn die filialgerechte Bestückung der Paletten erfolgt, sofern pro Palette mehr als 5 unterschiedliche Artikel kommissioniert werden müssen, von mehreren Robotern nacheinander. In solchen Fällen steuert das Warehouse Control System bereits die Warenanlieferungen derart, dass die Zuladung weiterer Produktgruppen aus einer anderen der 15 Roboterzellen wegeoptimiert über die Förderstrecke erfolgen kann. Grundsätzlich geht Netto jedoch von höchstens 28 verschiedenen Kolli pro Palette aus. Die Warenausgangsfertigung befindet sich in der zweiten Etage. In einer vorgegebenen Position unterhalb der Warenausgangsfertigung drückt ein Liftsystem die Filialpaletten von unten aus den Palettenstapelhilfen auf die zweite Ebene, die dann mit Stretchfolie umwickelt werden. Die Palette wird an den Warenausgangsbereich ausgesteuert. Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Lösung ist die Software. So berücksichtigt die Dematic IT nicht nur die optimale Bereitstellung mit minimalem Aufwand für die filialgerechte Kommissionierung oder hinterlegte Vorgaben für einen sicheren und stabilen Palettenbau. Die Software übernimmt eigenständig auch das Leerpalettenmanagement, ermittelt in Echtzeit unter anderem eine Priorisierung für die Auftragsfertigung und sorgt für einen idealen Lastausgleich zwischen automatisierter und manueller Kommissionierung. Apropos: Weitere, maximal 32.000 Picks bewältigen die Mitarbeiter im Bereich der manuellen Kommissionierung. Hier werden die Auftragspaletten vervollständigt bzw. die Auftragsfertigungen durch Zuführen einzelner Kollis abgeschlossen. Für den manuellen Bereich der Kommissionierung lieferte Dematic eine Pick-by-Voice-Lösung. Fazit: Modernste Technologien für einen automatisierten Prozess und ein leistungsstarkes WMS. Mit der innovativen Dematic-Lösung für die prioritätsgeführte Mischpalettenbildung von Obst und Gemüse konnte Netto erstmals die Auftragsbearbeitung im Frischwarensegment automatisieren, auf weniger als 30 Minuten senken und den Durchsatz deutlich steigern.